Masoyama ist ein absoluter Held von mir, einer der größten Kampfkünstler aller Zeiten und Begründer des Kyokushinkai Karate-Stils. Masoyama war ein Koreano-Japaner, war im heutigen Korea geboren, wuchs dort auf, erlernte verschiedene Kampfkünste, reiste nach Japan aus und irgendwann, er war ein bisschen unzufrieden mit den bisherigen Kampfkünsten, die er auch lernen durfte. Er fand diese nicht effektiv genug. Und das Ganze, da so Point Fighting und so und einzelne Schläge, da fand er einfach so, pff, nee Mann, also da muss was Härteres ran, okay? Und hat was Härteres begründet. Kyokushinkai heißt so viel wie ultimative Wahrheit. Karate, eben die leere Hand. Und sein Kyokushinkai-Karate-Stil zeichnet sich durch ein paar Dinge aus. Unglaubliche Härte. Das Abhärtungstraining des Kyokushinkai-Karate sucht seinergleichen. Und er hat den dann auch verbreitet, indem er Trainer anderer Schulen herausgefordert hat. Früher konnte man das noch machen. Der ging da hin und fand einfach so, Karate gegen Karate, ich komme da und bam, 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 bam. Hat über 200 Kämpfer gemacht, über 200 Siege dabei eingefahren. Viele Kämpfe waren nach dem ersten Tritt von ihm schon vorbei. Bam, einmal richtig rein, zack in den Hacken oder zack in den Ranzen rein. Boom, fertig. Unglaublich harter Typ. Von ihm gibt es Videos auch, wie er mit einem Stier ringt. Und weißt du, solche Dinge. Ist völlig abgefahrener Typ. Absolute Oberspitzenklasse. Gibt auch einen mega tollen Film, Fighter in der Wind, über Masoyama. Aber in echt war er noch viel cooler und viel krasser, als der Film überhaupt zeigt. Weil halt echt. Also absolut grandios. Schaut euch das ein, lohnt sich aus. Auch Kyokushinkai, schaut euch mal die Wettkämpfe. Du darfst, keine Handschuhe, nix, okay, du darfst nicht in den Kopf schlagen, aber in den Bauch voller Kanone. Und du darfst halt in den Kopf treten. Also so ein typischer Kyokushinkai-Kampf ist, du hast zwei Typen, okay, Beine, so Arme, so Beine, manchmal auch noch so Ranzen. Kurzer Karate-Gi, stehen voneinander, Gesicht an Gesicht, schlagen sich volle Kanne ungebremst in die Bäuche, so hart sie nur können. Irgendwann macht einer den Fehler. Oh, er muss eine Millisekunde kurz atmen, geht einen Schritt zurück und dann macht der andere BAM! Meist so ein Salto, Kick, Batsch oder einfach volle Kanne, Boom, mitten ins Gesicht, Kampf vorbei. Das ist so typisch Kyokushinkai. Ein guter Freund von ihm macht das Swissball, Danny Meyer, und der ist so hart, ich habe es noch nie erlebt, wir haben ein Körperding gemacht und ich dem einfach BATSCH, aber richtig eine in der Leber und der hat nicht mal gezuckt. Das habe ich nie in meinem Leben erlebt, nicht vorher, nicht nachher. Kyokushinkai, Masoyama, ultra coole Sache.